Es war einmal in Minecraft. Timoria erwachte am Tag nach dem Kirchenbau und betrachtete voller Stolz ihr Werk, bevor sie feststellte, dass neue Schilder an der Wand hingen. Flugs begab sie sich hin, um festzustellen, dass es neue Punkte gab. 10 von 10 für den Zaunbau und 20 von 20 für das Vernichten und Errichten der Kirche. Flugs ging sie noch einmal hinein, um zu beweisen, dass sie auch hier an Bilder und Pflanzen gedacht hatte, wie es die erste Aufgabe oder eine der ersten Aufgaben vorgeschrieben hatte. Und dann suchte sie nach neuen Aufgaben. Zunächst wunderte sie sich, dass es keine gab, bis sie feststellte, dass sie einfach nur auf der anderen Seite der Tafel hingen. Ersetzte die Kieswege durch Steinwege? Das erschien ihr nicht so verlockend. Baue dir dein eigenes kleines Haus. Der Auftrag gefiel ihr schon besser, und sofort machte sie sich an die Suche nach einem geeigneten Bauplatz. Doch der erste erschien ihr zu nah an der Kirche. Der zweite war viel zu winzig. Erst der dritte erfüllte ihre Anforderungen an einen Bauplatz für ihr eigenes kleines Häuschen. Nachdem sie sich entschieden hatte, setzte sie beherzt den ersten Stein. Und dann ging es auch schon ans Bauen. Zunächst die Grundplatte für das Haus. Voilà. Und dann ging's weiter. Mit Gucken, Bauen, Planen, noch mehr gucken, noch mehr planen, Klötze setzen, bauen, gucken, wieder gucken, weiter bauen. Nochmal gucken, und schon brach die Nacht herein. Am nächsten Morgen ging's dann weiter mit demselben Schema. Gucken, planen, bauen, gucken und Dach. Das Dach nahm einige Zeit in Anspruch, bevor es ihr dann so richtig gefiel. Nein, immer noch nicht. Da muss noch was geändert werden. Ja, ein Stein obendrauf. Von weitem gucken. Dann fiel ihr auf, dass noch andere Dinge der Verbesserung bedurften und machte sich daran, dies auch sofort zu tun. Bis das Haus endlich stand. Und dann gab es kein Halten mehr. Stolz zeigte Timoria ihr Haus von allen Seiten, von innen und die schöne Aussicht. Dann stellte sie ihr Bett hinein, schließlich war der Sinn des Hauses ja darin zu schlafen, und genoss die Aussicht durch die anderen Fenster. Dann stieg sie sogar auf den Kirchturm, um noch einmal zu gucken, wie ihr Haus von dort aussah. Und nochmal von einer anderen Seite und von hinten. Sie kletterte sogar auf einen Baum, um einen guten Blick auf ihr kleines Häuschen zu haben. Und mit diesem Blick von ihrem neuen Haus verabschieden wir uns heute von Timoria und warten ab, was sie wohl als nächstes tun wird.